Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Weiterentwicklung der Strom- und Gasnetze in Deutschland über die nächsten Jahre. Was sich da so verändert hat, was die großen, nicht nur regulatorischen, sondern auch technischen Änderungen sind, die natürlich unsere Übertragungs- und Verteilnetze bzw. Fernleitungs- und Verteilnetze im Gasbereich so verändern. Und dafür gibt es ein ganz passendes Startdokument, nämlich netze.effizient.sicher.transformiert.eckpunktepapier von Anfang des Jahres bei der Bundesnetzagentur. Wer da genauer reinklickt, findet dann ein 25-seitiges PDF von der BNetzA. Kurzes Vorwort und dann Inhaltsverzeichnis und insbesondere bei den geänderten Anforderungen an die Regulierung finden wir dann schon einen schönen Überblick, hier nämlich in dieser Tabelle könnte man sagen, rund um die anstehenden Änderungen. Jetzt habe ich auch noch gescrollt, schnell wieder hoch, sowas schneide ich natürlich nicht raus, sondern was ich gerade machen wollte, ist hier mich ein kleines bisschen zur Seite schieben, genau. Also, worum geht's? Wir haben ja Verteilnetze und Transportnetze. Die Transportnetze sind dafür da, Energiemengen, egal ob Strom oder Gas, über längere, hunderte Kilometer weite Strecken zu transportieren. Deswegen Transportnetz. Das nennen wir im Strombereich Übertragungsnetz. Da haben wir die vier Übertragungsnetzbetreiber und im Gasbereich nennen wir das Fernleitungsnetz. Da haben wir ein Dutzend Fernleitungsnetzbetreiber. Die Anzahl ändert sich manchmal. Ich habe aufgehört, mir die immer genau mitzunehmen. Manchmal fusionieren die so ein bisschen, es waren mal etwa 16, dann waren es mal 13, ich weiß nicht, vielleicht sind es gerade so um 12 ungefähr. Können wir ja nachher nochmal nachschauen. Und jedenfalls haben wir also diese Transportebene, um Energiemengen zu transportieren. Und wir haben dann die Verteilnetzebene, die regionale Ebene, um eben vor Ort zu verteilen, also auch die Netznutzung vor Ort zu organisieren. Das sind die Netzbetreiber, mit denen man in der Marktkommunikation zum Beispiel regelmäßig zu tun hat. Das sind die, mit denen man als Häuslebauer zu tun hat, weil man sein Einfamilienhaus dort anschließen lassen will und so weiter. Das ist auch die Ebene, bei der man eine Photovoltaikanlage anschließen lassen wird für die Einspeisung. Das ist so die Verteilnetzebene. Da gibt es jede Menge Netzbetreiber, nämlich immer in jeder Region vor Ort das Unternehmen, was die Konzession bekommen hat. Das wird meistens alle 20 Jahre neu ausgeschrieben. Da gibt es das Konzessionsvergabeverfahren, das haben wir, glaube ich, auch auf dem Kanal schon mal gemacht. Und dann ist man eben Netzbetreiber. Das ist dann das Stadtwerk oder ein regionales Netz oder wer auch immer, der ist dann eben Netzbetreiber. Muss die Leitungen dann organisieren, weiter ausbauen und eben die Netznutzung durch Versorger organisieren. So. Das hat verschiedene Herausforderungen natürlich. Einerseits, weil ich die Leitungen ja plane und weiter ausbaue und optimiere. Dann aber auch, weil ich auf technischer Ebene die Stabilität der Leitungen organisieren muss. Also im Strombereich zum Beispiel immer die richtige Menge Strom parat haben muss. Das Gas muss von A nach B kommen, da wo es gebraucht wird. Und dann natürlich auch die energiewirtschaftliche Seite noch habe, mit einerseits diesem Netznutzungsmanagement, also welcher Versorger ist ab wann für welchen Kunden zuständig, welche Stammdaten liegen davor, welche Bewegungsdaten, also Energiemengen, die gemessen werden, liegen vor und so weiter und so fort. Und das ändert sich also natürlich schon so ein bisschen regulatorisch und technisch. Ihr habt es euch vielleicht ja auch schon jetzt hier durchgelesen in der Ansicht. Fangen wir mal an mit Übertragungsnetzbetreiber Strom hier oben links. Erhebliche Erweiterung des Netzes, damit einhergehende Investitionen. Warum? Wir wollen natürlich Strommengen zum Beispiel von dem Offshore-Wind an der Nordsee oder auch in der Ostsee runterbringen nach Süddeutschland, um da eben die Industriestandorte zum Beispiel mit sehr, sehr günstig produzierten Strom zu versorgen. Das heißt, wir brauchen die sogenannte Stromautobahn, um das zu bewerkstelligen. Wenn wir eben nicht sozusagen dezentral, also in Süddeutschland vor Ort mit Kraftwerken, die wir auch langfristig haben wollen, also keine Kohlekraftwerke, keine Gaskraftwerke, keine Kernkraftwerke, sondern erneuerbare Energie. Wenn wir das also damit nicht vor Ort lösen können, dann müssen wir transportieren, zum Beispiel von der Nord- und Ostsee oder von Nord- und Norddeutschland, wo wir eben auch viele Windräder onshore aufbauen können. Und das ist zum Beispiel hiermit gemeint, dass wir also das Netz erweitern auf dieser Übertragungsebene Strom, weil wir eben Stromautobahnen, große Trassen, Höchstspannungsnetze bauen wollen. Öffentlich-rechtliche Bedarfsfeststellungen, ja, gibt es verschiedene Aspekte. Sicherlich wird das hier auch weiter erklärt. Was man grundsätzlich immer sagen muss, ist natürlich,
Wir bauen oder wir greifen mit dem Bau von Leitungen in einerseits öffentlichen Raum ein, aber auch in privaten Raum. Andererseits haben wir verschiedene regulatorische, also auch rechtliche, gesetzliche Änderungen an den Klimaschutz, an die Energiewende, auch an technische Digitalisierung durch Smart Metering und so weiter, die ja im Großen und Ganzen eine Elektrifizierung bedeuten. Ne? Wir werden also viel mehr Strom schlussendlich gebrauchen, weil wir Energieverbräuche aus fossilen Brennstoffen im Verkehrssektor ja eliminieren wollen. Ne? Also Benzin und Diesel in Zukunft weniger, dafür mehr Elektroautos. Und eben auch im Wärmesektor, also weniger Heizöl, weniger Gasheizungen, dafür mehr Wärmepumpen und ähnliches. Und das natürlich dann auch einen gewissen, vielleicht könnte es darauf hinauslaufen bei Bedarfsfeststellung, dass wir da also gewisse Änderungsbedürfnisse haben auf Grundlage dieser rechtlichen Vorgaben. Ne? Elektrifizierung muss ja stattfinden, dass ja eben auch die Leitung entsprechend dimensioniert werden müssen. So, stark volatile und insgesamt aufwachsende Kosten für Systemdienstleistungen. Und das ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt. Systemdienstleistung ist ein Oberbegriff für verschiedene Eingriffe in die Stabilität des Systems. Also zum Beispiel Regelenergie, wo wir Erzeugungsanlagen oder Verbrauchsanlagen bereithalten, damit die sehr kurzfristig eingesetzt werden können, um die Stabilität im Netz herbeizuführen. Also Regelenergie oder auch andere Reservekraftwerke und diverses weiteres zählen als Systemdienstleistungen. Ich glaube, wir haben auch hierzu mal ein Übersichtsvideo gemacht. Und jedenfalls steigen da die Kosten seit vielen Jahren kontinuierlich. Redispatch-Kosten zählen da genauso mit rein. Also alles, was wir machen, um die Stabilität des Systems herbeizuführen, in unserem heutigen Mischsystem aus nicht gut steuerbaren Großkraftwerken und dann eben von natürlichen brennstoffenabhängigen Solar- und Windenergieanlagen und noch nicht überall vorhandenen Speichern und noch nicht gut steuerbaren Verbrauchsseiten oder noch nicht gut vorhandenen Informationen über den Verbrauch, weil wir haben im Regelfall Ferraris-Zähler immer noch verbaut, die man einmal im Jahr abliest oder moderne Messeinrichtungen, die man auch nur einmal im Jahr abliest. Wir wissen also nicht viel über den Verbrauch, wie er in Echtzeit stattfindet. Und deswegen müssen wir reagieren auf Notstände. Wir können sie vorher kaum antizipieren. Ne? Wir kriegen sie mit, wenn sie dann kommen. Und das ist dann eben auch mit hohen Kosten versehen. Und diese Systemdienstleistungen haben dann eben hohe Kosten in der Regelenergie, im Redispatch und so weiter, die wir gerne ja in Zukunft nicht mehr haben wollen. Deswegen auch Digitalisierung, deswegen auch Smart Metering, damit wir mehr wissen über das, was passiert und dann weniger blind fahren oder so, nur noch auf Sicht fahren, sondern ein bisschen darüber hinaus mit einem Radar praktisch unseren Kurs schon mal einrichten können und auf dieser Grundlage dann auch diese Kosten weniger werden, weil wir viel zielsicherer das Gesamtsystem steuern können. Anhand von sogenannten dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten an den Gesamtkosten von ca. 90%. Also auch da die Zusammenstellung der Kostenstrukturen, also die das ist ja mal so die Anlagekosten und dann aber auch weitere Geschichten wie Personal und Verträge mit Anlagenbetreibern, die dann eben zur Verfügung stehen über die Systemdienstleistung und so weiter. Vielerlei Aspekte, die eben in die Kostenstruktur der Netze eingreifen. Und wenn wir 90% nicht beeinflussbare Kosten haben, dann heißt das auch, dass wenig Bewegungsmöglichkeiten auf dieser Ebene bestehen, um flexibel zu sein, Kosten einzusparen und so weiter. Schwierig. Wir gehen mal kurz auf die Verteilnisebene Stromrunde, bevor wir zu Gas gehen. Verteilnisebene Strom ist mega spannend, weil wir hier natürlich gerade das angesprochene sehen mit viel mehr kleine dezentrale Erzeugungsanlagen, Wind und Solar, vor allem Solar, sehr, sehr dezentral, aber eben auch jetzt die steuerbaren Verbraucher. § 14a, steuerbare Verbraucher und steuerbare Netzanschlüsse, wo wir also Wärmepumpen, E-Mobil, Wallboxen und so weiter, die eine gewisse Größe haben, per Smart Metering steuerbar haben wollen. Und auch darüber hinaus Smart Metering, ne, also dass wir so ein bisschen netzorientiert oder marktorientiert Verbrauch vielleicht dann auch in Zukunft haben werden, dass so diverse Triggerpunkte wie dynamische Stromtarife und so weiter, ne, es entwickelt sich da was. So, und hier ist natürlich dann auch wichtig, überhaupt die Netze weiter auszubauen, zu ertüchtigen, weil eben zum Beispiel, hier steht es unten dann eben auch, ne, Energiebezug zahlreicher zusätzlicher Verbraucher, die Leitungen, die vor Ort verbaut sind, in der Stadt, in der Region, im Landkreis, im Dorf, sind ja irgendwann mal geplant und gebaut worden. Damals konnte man nicht unbedingt davon ausgehen, dass wir diese extreme Elektrifizierung von heute haben, mit also elektrischen Verkehrsantrieben und elektrischen Wärmeantrieben,
wo dann also nicht mehr die Gasleitung relevant ist, nicht mehr die Heizöllieferung relevant ist und nicht mehr getankt wird an der Tankstelle, sondern jetzt der Strombedarf extrem steigt. Wie also nicht nur drei Playstations und was weiß ich noch für elektrische Geräte haben und noch eine Poolheizung und dann auch noch eine Wärmepumpe und dann auch noch die E-Mobil-Wallbox. Und wenn das alles gleichzeitig läuft, dann ist der Leistungsbedarf an diesem einen Haushalt natürlich extrem hoch und das machen dann auch noch alle Nachbarn gleichzeitig und dann ist diese Leitung in dieser Straße natürlich niemals dafür geplant worden und dimensioniert worden. Das ist ein riesiges Problem. Es müssen also Leitungen durchaus erweitert werden. Unterschiedliche Betroffenheit der Verteilnetzbetreiber, weil natürlich auch im Norden andere Situationen bestehen als im Süden. Wie gesagt, im Norden haben wir dann viel Einspeisung von zum Beispiel Wind, was gewissermaßen die Leitung auch sehr befüllt, ne? Also die Verstopfung von Leitungen an dieser Stelle. Klassisch im Süden sehr viel Solarenergie, mittags insbesondere im Sommer dann zur Verfügung steht. Das ist auch also sehr, sehr viel Strom ist ja dann einfach da einer Region schlussendlich auch entsteht. Und das eben regional unterschiedlich ist. Ne? Also verschiedene Aspekte, verschiedene Einspeisehöhepunkte, aber auch verschiedene Verbrauchshöhepunkte durch industrielle Ansiedlungen. Das macht es halt nicht einfach, weil jeder Netzbetreiber, jeder der 900 Netzbetreiber in einer anderen Situation steckt. Starker Bedarf an Digitalisierung und Standardisierung, was ich auch gerade gemeint habe mit eben Smart Meter Rollout, Digitalisierungen, Sensorik und Aktorik, die dann eben in der Lage ist, das System weiter zu steuern und intelligent auf Situationen auszurichten. Und ja, eben auch die Vielzahl von Netzbetreibern, ne, dieser 900 in etwa, ist schon heftig. Der Strombereich ist also mit extremer Veränderung versehen. Wir haben das mit § 14a ja gerade auch erst besprochen. Gasseite auch nicht uninteressant. Fernleitungsnetzbetreiber Gas. Kurzfristige Umgestaltung des Netzes auf neue Transportrichtungen und Einbindung von Flüssiggasterminals. Ja, genau. In der Vergangenheit, ne, wir haben vor allem aus Russland importiert. Da gab es also natürlich auch Landpipelines, die dann über Polen schlussendlich zu uns gekommen sind. Und auch die Seepipelines über die Ostsee, also Nord Stream zum Beispiel. Aber natürlich auch aus Norwegen. Das ist dann im Regelfall auch die Ostsee gewesen. Und über die Niederlande, das waren also auch Landpipelines praktisch vom Westen. Oder auch, ich meine, in der Nordsee gab es auch ein paar Seepipelines aus der Richtung. Naja, aber jedenfalls ist das ja alles deutlich rückgängig. Ne? Russland im Prinzip gestoppt. Norwegen kann nicht viel mehr liefern. Niederlande hört irgendwann auf. Also da wird zurückgefahren. Das heißt, wir wollen jetzt Flüssiggas über Importterminals anfahren. Das heißt, wir haben an anderen Stellen, wo es bisher keine großartigen Transportleitungen gab, weil warum auch, haben wir jetzt plötzlich einen Bedarf, riesige Mengen Gas zu bestimmten Zeitpunkten da durchzuleiten. Und das ist natürlich eine Herausforderung, das Ganze überhaupt erst möglich zu machen. Dann aber die mittelfristig teilweise Entbehrlichkeit des Netzes. Eben, wir wollen ja kein Erdgas mehr in Zukunft haben. Die Gasheizungen sollen nicht mehr laufen und Gas wird auch, also fossiles Gas, in Industrien weniger Rolle spielen. Also investieren wir gerade in diese Umstellung zu Flüssiggas, wissen aber, dass wir die meisten Kilometer Gasleitungen in Zukunft nicht mehr betreiben werden, also rückbauen werden, weil Erdgasversorgung eben nicht mehr das Thema ist. Wir haben über 500.000 Kilometer Erdgasleitungen, die werden mittelfristig zurückgebaut werden. Zu einem sogenannten Wasserstoffkernnetz, dazu kommen wir dann auch nochmal. Das heißt, es ist schwierig, heute zu investieren, wenn wir wissen, dass wir übermorgen abbauen, na, also praktisch abschalten. Das ist nicht einfach für die Betreiber. Und dann an den Stellen, wo es geplant ist, auch noch die Umstellung auf Wasserstoff umsetzen, das ist eine Herausforderung durchaus, weil Erdgas ist im Großen und Ganzen Methan. Also ein Gemisch aus praktisch Wasserstoff und Kohlenstoff. Ne? Also man ist dann Kohlenwasserstoff und das ist dann eben Zusammensetzung. In dem Fall glaube ich C2H6, müsste Methan sein. Ne? Also Kohlenstoff mit Wasserstoffatom zusammen. Das ist das, was wir in den Leitungen größtenteils haben, ein bisschen noch vermischt, wenn da Biogas dazu ist und auch schon Wasserstoffanteil, dann ist das im Großen und Ganzen ein bisschen, ne, individuell auch mal, aber im Großen und Ganzen ist es Methan. Wasserstoff ist halt das kleinste, also molekular vorhandene Gasgemisch oder Gas. Und das Problem ist, wenn wir Wasserstoff einfach nur so in die Erdgasleitung jetzt einführen würden und darüber transportieren würden, es würde ein Stück weit entweichen, weil es einfach kleiner ist und die
die Infrastruktur, die Erdgasinfrastruktur nicht darauf ausgelegt ist, Wasserstoff zu beinhalten und zu transportieren und langfristig zu halten. Es würde also verloren gehen ein Stück weit. Und das wollen wir natürlich nicht. Also müssen wir auch die Leitungen, die in Zukunft Wasserstoff transportieren sollen und auch ausschließlich in Wasserstoff dann transportieren sollen, dorthin ertüchtigen. Also auch da eine Investition in Wasserstoff, was wir heute so noch nicht industriell oder überhaupt wertschöpfungstechnisch so richtig schon da haben. Also wir haben hier und da das Elektrolyseanlagen, wo wir aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff erzeugen, aber das ist ja immer noch in den Kinderschuhen. Und wir gehen davon aus, dass wir in 20 Jahren das dann in einem größeren Ausmaß machen. Wir sehen es aber nicht, wir haben es noch nicht. Also das ist durchaus ein Problem. Verteilnetze Gas, ganz entscheidend wichtig, da wird halt sehr, sehr viel zurückgebaut werden. Die Entbehrlichkeit für Gaslieferung an die Gasheizung in der Wohnhaussiedlung ist halt gegeben. Die ist dann nicht mehr zulässig in absehbaren Jahren. Also werden wir hier an vielen Stellen Erdgasnetze im Verteilnetz nicht mehr sehen. Das gibt es dann einfach nicht mehr. Bis dahin muss trotzdem sicher und wirtschaftlich betrieben werden. Es gibt natürlich auch Kundengruppen, die noch ein bisschen länger da betroffen sein werden, weil natürlich das Gebäudeenergiegesetz für Haushaltskunden jetzt praktisch die Gasheizung in absehbarer Zeit nicht mehr zulassen, aber Gewerbekunden, Industriekunden zum Teil ja schon noch Erdgas auch noch beziehen werden, auch wenn es teurer wird. Dabei eben der Übergang, auch da sehr viele unterschiedliche Erdgasverteilnetzbetreiber in ihrer Kommune unterschiedlich, wo teilweise noch nicht die kommunale Wärmeplanung durchgeführt wurde, also auch noch nicht so ganz klar ist, wo stehen wir eigentlich, was haben wir, wo muss es hin, ist eine Herausforderung. Ihr seht also allein schon an dieser Übersicht, an diesen wenigen Worten hier, dass wir in einer sehr, sehr komplexen Situation sind und sich die Leitungen und die Netze und deren Betreiber unglaublich weiterentwickeln müssen, um den Herausforderungen von morgen überhaupt noch entgegentreten zu können. Jetzt habe ich in den letzten Monaten verschiedenste Schulungen bei verschiedensten Netzbetreibern durchgeführt. Allein im Kontext von Smart Metering, weil eben diese Digitalisierung auch eine riesige Herausforderung ist, wo die Häuser sagen, ja, wie sollen wir es denn nun wirklich machen? Also wie wird es dann nachher operativ laufen, dass wir mit intelligenten Messsystemen zum Beispiel diese Paragraph 14a steuerbaren Verbraucher eigentlich ganz konkret ansteuern, um damit dann auch was anfangen zu können? Also und was lasse ich dann überhaupt zu an individuellen Steuerungsanlagen vor Ort, die dann an meiner kritischen Infrastruktur in irgendeiner Form hier angeschlossen werden. Wie ist das dann nachher eigentlich? Und wir stehen ja immer noch in den Kinderschuhen, also so richtig wissen wir es ja nicht. Also es gibt prototypische Erfahrungen, aber noch kein großes regionales Netz, was wirklich ausführliche Erfahrungen damit hätte, weil es ist ja auch noch ein ganz neues Regelwerk mit 14a. Also allein in diesem kleinen Strombereichsthema haben wir schon 1000 Fragen, die immer noch ungeklärt sind, und das wird nicht weniger. Das habe ich am Anfang ja auch mal Redispatch erwähnt, wo wir also diese Systemdienstleistungskosten haben. Der Redispatch 2.0 ist ja schon auf der Verteilnisebene Strom angekommen, und auch da nur mal kurz erwähnt, es gibt ein Forschungsprojekt für Redispatch 3.0, was jetzt noch bis Ende 2024 läuft. Könnt ihr euch auch mal versuchen, genauer anzuschauen. Hier gibt es eine Projektseite, Redispatch, kann man dann genauer nochmal drauf gehen. Wenn einen das interessiert. Das soll dann darauf hinauslaufen, dass wir noch deutlich mehr Anlagen auch noch deutlich kleinteiliger vielleicht steuern wollen, um dann eben Stabilität im Netz herbeizuführen. Aber der Redispatch 2.0 ist ja schon gescheitert, ganz streng genommen. Also technisch zu spät, aber immerhin machbar. Also auch viele der Anlagenbetreiber haben sich ja dann anschließen lassen übers Verteilnetz. Aber zum Beispiel der bilanzielle Ausgleich ist ja komplett nun zurückgenommen worden, weil es einfach nicht im Markt umgesetzt werden konnte. Und da dann eben auch in die nächsten Schritte jetzt zu gehen, ist durchaus eine Herausforderung. Da habe ich erwähnt, dass die Leitungen durchaus ja auch erweitert werden müssen. Das ist hier mal die Stromseite auf netzausbau.de. Ich habe die Seite irgendwann schon mal erwähnt. Ich habe mich früher sehr, sehr viel mit Stromnetzausbauvorhaben beschäftigt, weil ich auch aus Thüringen komme, wo wir die Stromautobahnen quer durch den Thüringer Wald ja auch immer als Thema hatten. Hier gab es viele Proteste, deswegen aber auch viele Transparenzveranstaltungen von den Übertragungsnetzbetreibern. Wir sind auch dann immer öffentlich. Also geht auch hier auf netzausbau.de im Zweifel dann mal auf die Veranstaltungsseite und guckt, ob da mal was in eurer Nähe ist. Man kann da hingehen. So, und jedenfalls seht ihr hier allein schon auch an den Farben, was da so geplant ist, in welcher Region und was welchen Stand hat. Ja, auch ja so ein fünfgliedriges Planungsprozess für den Stromnetzausbau. Mit so ersten groben Ideen, dann konkreteren Trassenverläufen, dann noch konkreteren Trassenverläufen, dann konkreten
Genehmigungen und so weiter. Und währenddessen immer Transparenzveranstaltungen. Und allein an dieser Transportebene sehen wir ja schon, dass unglaublich viel hier gemacht werden muss. Ihr seht auch hier, ne, die Leitungen, die dann ins Wasser gehen, um da die Windstromproduktion mit abzunehmen. Und natürlich auch der Transport runterwärts nach Süden ist ein riesiges Thema. Und dabei ist Strom ja immer noch so langfristig vorstellbar, weil es ja eh alles elektrifiziert wird. Also Stromleitungen, die werden dann auch auf Jahrzehnte bestehen und gebraucht sein. Im Gasbereich, dafür geht man dann auf fnbgas.de, also die Fernleitungsnetzbetreiberseite, wo wir dann ja auch so ein paar Leitungen sehen können und uns dann bewusst sind, naja, der Großteil davon wird in Zukunft nicht mehr gebraucht werden. Jetzt sind wir teilweise ja in der Marktraumumstellung von L-Gas auf H-Gas, also das noch niederländische Gas, was dann H-Gas werden soll. Da wird ja jetzt noch investiert in der Technologie, die ja dann aber in 10, 20 Jahren zurückgefahren wird. Das ist ein riesen komplexes Thema. Also wer sich mit den Leitungen hier mal weiter beschäftigen will, fnbgas.de, verlinke ich mit unten in der Videobeschreibung. Und dann hier der Sprung weiter ins Wasserstoffkernnetz, wo man dann eben sagen kann, wir nehmen mal hier den Entwurf, Stand von Ende 23, oh, Klick, bleibt das hier so? Ja. Wo wir dann eben so sagen können, naja, von dieser gesamten Leitungsstruktur hin zu dem, es wird wahrscheinlich ein Zehntel der Gesamtleitungen noch sein, die hier dann bestehen. Auf einer Transportebene und dann auch auf der Verteilebene vor Ort, weil wie viele konkrete Wasserstoffverbraucher, die das per Leitung brauchen, wird es denn geben? Ne? Also es ist halt kein Haushaltskundenthema, das ist dann ein Industriekundenthema. Oder große Gewerbekunden, die dann irgendwie so Wasserstoff gebrauchen könnten für was auch immer. Klar, aber ja, das muss ja zurückgebaut werden. Und das, was nicht zurückgebaut wird, muss ertüchtigt werden in eben diese Struktur hier. Das ist eine riesige Herausforderung. Insoweit ist diese Übersicht hier ein guter Ausgangspunkt, um sich Gedanken darüber zu machen, was hier alles passiert. Da kann man sich die Leitung mal anschauen, wie sie da so stehen. Geschichten wie Redispatch und diverse andere Systemdienstleistungsweiterentwicklungen, 14a und Co. sind alle ein Thema. Und dann haben wir eben in diesem Dokument, neben den allgemeinen Zahlen, dann auch weiter hinten, das seht ihr dann hier unter dem Punkt Anreizregulierung und dann Bestimmung der Netzkosten, verschiedene Themen und Fragestellungen eben rund um, naja, wie sieht denn in Zukunft tatsächlich die Finanzierung der Netze auch aus? Na, also weiter oben haben wir so, ich sag mal, die prozessualen Gesprächsthemen oder eben auch, naja, was ändert sich denn so gesetzlich und was muss man daraus sich dann schließen für die Leitungen? Aber dann eben, ne, Anreizregulierung ist ja der Finanzierungsweg für die Netzbetreiber. Wie wird das in Zukunft aussehen? Das ist dann vor allem für die interessant, die wirklich in der Netzplanung stehen und sich Gedanken darüber machen, was muss ich denn dimensionieren? Was steht mir denn auch finanziell zur Verfügung? Was kann ich dann als Netzentgelt an die Kunden auch weitergeben? Regulierungsperioden sind ja ein riesiges Thema. Immer noch unter der Maßgabe, dass die Bundesnetzagentur 2.0 ja die Netzzugangsverordnung, Netzentgeltverordnung, andere Regulierungsverordnung ja dann übernehmen werden und vielleicht neu gestalten werden in 2-3 Jahren. Also das so vielleicht als Positionspapier ja auch so eine Idee sein kann, wo geht es denn hin mit der BNSA? Aber wir nicht sicher wissen, was sich da noch in den nächsten 2-3 Jahren konkret ändert. Und dann eben Bestimmung der Netzkosten, wo wir dann eben auch, uns auch eben Fragen stellen müssen, was läuft denn? Und gerade der, ne, Eigenkapitalzinssatz ist dann nachher super interessant, um, ich sag mal, auch die Finanzsituation der Netze genau besprechen zu können. Und wenn man hier so reingeht, ich klicke nur mal auf die letzte Seite, seht ihr dann eben, kurze Einführung, eine These der BNSA und dann eben auch nochmal die Rückfrage an im Großen und Ganzen die Marktteilnehmer, die das betrifft. Also auch dieses Dokument hier, dieses Eckpunktpapier, ist für Netzbetreiber ein ganz interessantes, um sich da nochmal Gedanken auch machen zu können, um auch hier vielleicht ins Gespräch nochmal gehen zu können. Die BNSA ist ja auch dauerhaft im Austausch mit den Marktteilnehmern, die relevant sind. Das sind natürlich insbesondere hier erstmal die Netze selbst, weil die jetzt mitten in dieser Umstellung stecken. Und auch hier diese Dokument, welches hier aus diesem Eckpunktpapier, ist ja nur ein erster Schritt jetzt gewesen rund um die aktuelle Weiterentwicklung. Tja, spannendes Thema auf jeden Fall. Also,
Allein das mal auf diesen vier Ebenen, ne, Transportebene, Strom, Gas und dann Verteilebene, Strom, Gas, haben wir ja komplett unterschiedliche Situationen, vor allem auch komplett unterschiedliche Zukunftsperspektiven. Strom ist das Thema schlechthin. Gas muss noch betrieben werden, fällt aber weg oder muss komplett umgestellt werden auf Wasserstoff. Also nicht einfach, sich da durchzuhangeln. Strom, die eine Langfristplanung haben, müssen aber eben auch diese extreme, konkrete Digitalisierung herbeiführen und dann auch managen können. Was in vielen Netzen schwierig aussieht, die damit natürlich keine Erfahrung bisher haben, woher auch, wo aber auch die Ortsnetzstationen halt noch nicht so besonders digitalisiert sind und deswegen und die Leitstellen auch anders arbeiten bisher. Und das ist nicht einfach. Boah, ja, ganz schwieriges Thema. Wenn ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen, eigene Ideen oder Herausforderungen, die ihr vielleicht auch mit der Community diskutieren wollt, dann gerne unten in die Kommentare schreiben, weil ihr euch da ja auch gegenseitig antwortet, ist das immer gerne ein guter Punkt, um so mal Thesen reinzuwerfen und darüber dann zu sprechen. Ich werde da bestimmt auch nochmal meinen Senf dazu geben. Gerne also unten Kommentare nutzen. Ansonsten natürlich wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.